Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Jay in Silent Bob und Mathilde. Genau. Heute wird rumgeknüppelt. Genau, wir wollen für unsere Basis im Garten der Lüste da Sklaven sammeln und da fällt mir ein, ich brauche noch Fesseln. Ja, ohne Fesseln wird das nichts. Für mich noch richtige Lederfesseln herstellen kann. Nee, kann ich nicht. Das konnte ich doch gar nicht. Das konnte doch nur hier. Die hatten doch. Ah, man hätte jetzt hier diesen Typen hier raus. Der Zuchtmeister. Ja. Du musst eine normale nehmen. Na gut. Mach ich dir später. Okay. So, ja, lass uns mal beamen. Wen hast du genommen? Ich hab Jay genommen. Okay. Du nimmst den weiblichen Begleiter, ich nehme. Jay ist warm irgendwie. Naja. Ja. Im Dschungel wollten wir jetzt genau. Wir neue Leute. Mitarbeiter akquirieren. Genau. Haben wir eigentlich schon ein Sklavenrad? Ich glaube, das haben wir da noch nicht aufgestellt, ne? Hatten wir es nicht gebaut? Ich glaube, du wolltest es bauen, ja. Aber ich weiß nicht mehr, ob du es auch getan hast. Ist bestimmt fertig. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist das der hier? Sie. Das sieht nach Dschungel aus. Hallo? So. Ach ja, Heinrich. Jay, kommst du? Mir einmal, Heinrich, tust du mir mal eingefallen? Nein. Oh, bitte, bitte. Es ist auch nichts Schlimmes. Was denn? Drück doch einmal bitte auf die Feststelltaste. Ja. Und jetzt geh. Gehen. Ach so. Okay, das war's anscheinend. Was suchst du denn? Ulrich Meier hatte noch geschrieben, es kann sein, dass dieses Gehen, weil du das letztes Mal ja hattest, dass du gegangen bist, dass das auf der Feststelltaste ist. So. War sich aber nicht sicher, weil er seine Tastatur angepasst hat. Na, das kann sein. Bist du das hier oben? Nein. Das ist das Busenwunder. Hallo Busenwunder, wo kommst du denn her? Die haben wir letztes Mal hierher gebracht. Hat die jetzt den verscheucht oder getötet? Das weiß ich nicht. Nee, der steht da unten noch. Ach da. Miau. Stimmt, hier fehlt das Sklavenrad. Haben wir es in der Kiste hier getan? Oder fehlt kann uns sein, dass dir, kann auch sein, dass dir noch Steine fehlen. Die hat sich dann nee, ja noch Steine sind hier geholt. 5000 noch gefühlt drinne. Ja, die habe ich da ja noch aufs Spiel reingelegt. Ach, Eisenbahnen waren's. Ich hab 28 Eisenbahnen noch bei mir. Ja, ich habe jetzt 95, das passt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Steine, aber ist schnell gebaut. Aber es ist halt nur. Wir brauchen das große Sklavenrad. Das Richtige. Ich habe ja nur das Rad der Schmerzen. Ach scheiße, es braucht was ganz anderes. Es braucht 50 Ziegel, 200 Eisenverstärkungen und geformtes Haus. Holz. Ja. Also um für das Kleinere, da können wir nur einen Mitarbeiter, ne? Wir können dann ja mal versuchen, also dann kannst du ja den hier nehmen sozusagen und ich würde dann einfach mal gucken, ob es klappt, ob ich mich mit dem Sklaven beamen kann. Also einem Gefangenen. Das Problem ist, uns fehlt für das andere auch noch Holz. Ich habe kein Holz. Und mir fehlt Zwirn fehlt mir. Ich habe nur 14 Zwirn. Oder haben wir hier noch Holz und Zwirn? Aber hier, daraus lässt sich doch Zwirn machen. Aber Holz lässt sich hier ja sehr schnell besorgen. Ja, jetzt wo ich... Ja, ich bin jetzt auch überlegen, ob wir dann doch vielleicht... gleich das Größere bauen. Hm. Aber das, wie gesagt, geformt hier das Eisenverstärkung, das haben wir hier nicht. Wir bauen hier das einfache, Punkt. Genau. Und im Zweifelsfall reißen wir es irgendwann wieder ab und bauen größere. Genau. Ah, das soll ja hier auch eigentlich keine richtige Basis sein, sondern nur eine kleine Zwischenbasis. Nur eine kleine Zwischenbasis. Es soll ja gar nicht so groß werden.
Wir wollen ja nur schnell ein, zwei Leute versklaven. Ist sowieso nur so groß, weil hier. Genau, wir brauchen nur ein paar Sklaven, die hier auf unsere Zwischenbasis aufpassen. Also diese Basis ist ja sowieso eigentlich nur ein Schutz für unseren Karten. Ja, weil die Panther so gefährlich sind. Genau. So. Ich stelle das gerade her. Dauert kurz noch. Kannst ja mal hier einen Schwung aus deiner Jugend erzählen, so in der Zeit. Das will keiner hören. Okay. Haben wir denn genügend Schleimsuppe? Natürlich nicht. Natürlich nicht, sagt der Heinrich. Dann gehe ich Schleimsuppe machen. Also ich gehe... Ja, schleim mal ein bisschen rum. Schleim, Schleim, genau. Schleim, Schleim, Schleim. Dafür brauche ich ja Pflanzenfasern und Dingsen. Und Dingsen, genau. Oh, toll, jetzt hat Silent Bob natürlich nur ein Knüppel mit. Ja. So, ein Motivationsrad. Egal, so steigt er halt auch auf. Was soll's. Nee, kann hier nicht aus... Ja, okay. Motivationsrad wurde gebaut. Ach, Motivationsrad heißt das jetzt. Ist auch nett, oder? Ach, da liegen noch 198 Zwirn drin. Oh, hatte ich auch schon vorbereitet. Ja. Hast du vorbereitet? Naja. Joa. Immer diese Panther, ey. Nerven, ne? Und mit was sammelst du jetzt? Mit der Sichel. Die hast du parat dabei? Die habe ich immer dabei. Gut. Ich habe keine. So, das sollte jetzt auch reichen. Okay, wenn du schon genug hast, dann kannst du ja schon mal kochen und dann können wir auch gleich los. Vielleicht sollten wir auch einen Tänzer hier hinpacken. Der uns motiviert hier, ne? Ja. Ja, vielleicht finden wir ja gleich einen. So ein bisschen Holz klaue ich mir aus dem Ofen. Ja, Holz haben wir, ja genau. In der Kiste ist auch noch Holz. Weil im Ofen haben wir ja auch hier Dingenskirchen. Hatten wir hier noch was zu essen drin? Nee, ne? Hier, wie heißt es, Dingenskirchen? Was meine ich denn mit Dingenskirchen? Exotisches Fleisch. Kohle. Nee, Kohle ist glaube ich nicht drin, aber wenn man sowas sieht. Doch, Kohle ja? Haben wir in der Schmiede. Okay. Also im Ofen. Dann können wir ja los. Jawoll. So, was zum Ressourcen abbauen. So, wo wollten wir denn hin? Wo gab's die denn? Die gab's an der Pagode der unendlichen Lust. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Oh ja. Ach, das geht. Komm. Ich hoffe mal, dass unsere Fesseln auch durchhalten. Ich folge dir. Wieso folgst du mir? Ich folge dir. Oh je, Mini. Ich weiß doch nie, wo es lang geht. Stimmt. Dafür müsste ich dich den Kopf kürzer machen. Hui. Dafür müsst du mich erst fangen. Nö. Hab dich. Hey, Jukic! Da runter? Nö. Nee, das ist Jay. Hallo Kätzchen.
Also so oft wie wir hier runterlaufen, könnte man schon fast eine Treppe bauen. Ja. Oh, Gorilla! Uiuiui, und wir haben ja nur unsere Knüppler bei uns. Ja. Und du rennst noch in einen rein. Oh, wir laufen vorbei. Ah ja, stimmt, da gab es ja so einen Heldentrank, haben sie ja geschrieben. Oh, jetzt du holst aber auch alles. Heldentrank? Hieß nicht Heldentrank. Also, ich hab's gelesen, aber es gibt irgend so einen Trank, den, können die Gorilla folgen. Gorillas und Yetis. Dann sind sie deine Best Friends. Ich weiß auch, wo man den Trank findet, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Das ist auch unwichtig. Wenn man den findet, dann weiß man es wieder. Ganz einfache Logik. Okay. Ganz schön Gorilla-mäßig hier. So, runter, ne? Oh, gibt's ja Kohle? Ich nehme mal so ein bisschen mit. Nur so ein bisschen. Ach, geht weg, ihr Kackvögel. Das Problem ist nur, wir müssen nachher einen Weg finden, wo wir nicht klettern müssen. Ja, das heißt außenrum. Die dumm. Ja. Oh, hab ich gar nicht gesehen. My bite is death. Hey, Jay ist aufgestiegen. Hey, yippee-yay. Oh, du verfolgst. Bleib stehen, du Opa Lumpa. So. Nehme ich jetzt aber nicht aus. Wir müssen demnächst irgendwie rechts, oder? So, Oh, ja, verdammt, voll falsch gelaufen. Das aus deinem Munde. Scheiß Vögel, ey. Jeder irrt sich mal. Ja. Ich bin noch nicht so sehr an diese Umgebung gewöhnt. Ich auch nicht. Kaninchen! Gesundheit! Dankeschön. Oh, diesmal zweimal. Aua! Ah, hier sind's ja schon. Ja. Knüppeltime. Oh, so ein Bogenschützen, den kann man gebrauchen. Hast du Stufe 1. Stufe 1? Ja, das ist... Ah, da waren, glaube ich... Nee, ich glaube, wir wollten hier da... da waren, glaube ich, so hier... Rüstungsmacher waren da oben. Die hatten das auch abgesehen, vor allem, weil die andere Rüstungsgegenstände... Ah, wir nehmen erstmal hier, gucken, was hier ist und dann... Guck mal, hier ist ein Bogenschütze 2. Ja, den kann man nehmen. I will cut your heart out. Bin ich. Hier sind zu viele Leute. Wer seid ihr? Bist du zu mir? Ja. So. Ja. Lass uns noch mal oben gucken, was wir da noch haben. Aber hier was Legendäres, oder? Nee. Also wir haben einen Kämpfer, einen Bogenschütze 2. So. Ja, dann lass mal oben gucken. Ich muss mal kurz was schnabulieren hier. Die haben mich leicht verwundet. Oh
Okay. Oh, ein Halbnackter und einen Brock. Oh. Bogenschütze 3. An den kann man töten hier. Seth will grant me cunning. Ihr gefällt mir. By the old serpent, invaders. Ihr ist eingetütet. So, was haben wir hier? Ein Rüstungsmacher Stufe 3. Den wollte ich haben. Oh. Ich wollte gerade sagen, warum liegt ihr denn alle? Zimmermann Stufe 1, ne. Kannst du gleich zerhackstückeln. Wo ist er denn? Ne, das ist Silent Bob. Achso, hier ist er ja. Schon tot? Ja, ohnmächtig. Stich, Stich, Stich. Oh, ich brauch keinen Mensch. Gut, dann, wo ist denn der Rüstungsmacher? Hier. Ah ne, hier ist der Bogenschütze Stufe 3. Den Rüstungsmacher müsst ihr auch... Hier. Die liegen zusammen. Die mögen sich schon. Ah, okay. Hatte, gab's hier noch irgendwas? Nö. Oh, Tänzerin! Ach komm, töten wir. Aua! Ach, da lebt noch was. Genau, ein Koch braucht keine Sau. Ich entbewusst so, sammle sie. Ich hab mir jetzt den Rüstungsmacher geschnappt. Ich höre immer so noch Kampfmusik. Ist das normal? Ich nicht. Oh, Eisenbahn. So. Oh je, es wird dunkel. Und weißt du, was das Doofe ist? Ja, hier wird es gerade hell bei uns im Aufnahmestudio. Ja, das auch. Und ich kann nicht aufschauen. Ja, wir haben ein Aufnahmestudio. Was meinst du? Wir können leider die Dings nicht nutzen, unsere Fackeln. Nee, das sehe ich auch gerade. Wo bist du denn langgelaufen? Ich bin erstmal die Treppe runter. Ah, ich sehe dich noch. Ich sehe deinen Schatten. Ja, jetzt muss ich mich das ist jetzt doof. Sonst erkenne ich echt nichts mehr. Oben so rechts sind Leute, da müssen wir nicht hin. So, hier geht's erstmal runter. Ich hoffe, diese Fesseln halten durch. So. Ei, ist das dunkel. Ah, hier wird's ja noch dunkler. Ach du Scheiße. Ey. Das ist ja so dunkel wie in meinem Popoloch. Ich folge erst bis zum Fluss, so ein bisschen. Okay. Alter, ist das dunkel! Boah, ey. Kennt echt gar nichts. Ich bleib jetzt hier mal kurz stehen. Kannst du mal im Aufnahmestudio diese riesigen Vorhänge von den 5 Fenstern, kannst du die mal schließen? Wir haben so ein richtiges Aufnahmestudio. Müsst ihr euch vorstellen, 5 Fenster, ne, Sonne, 10. OG wohnen wir im Hochhaus. Und das ist, dauert jetzt ein bisschen länger, weil ne, sind mehrere Fenster, bis die alle zugezogen sind. Kann schon ein Weilchen dauern, ne? Schatz, hörst du mich? Kommst du mal wieder? Ja, vergiss nicht auch die Dachluke zu schließen. So, da bin ich. Oh Gott, hier sieht man ja echt gar nichts. Heilige Kacke. Nee. Wo ist mein Sklave? Ach, da. Ich würde schon fast sagen, wir warten, bis es wieder hält. Ja, aber das Seil hält ja auch nicht ewig, oder? Ja, was glaubst du, warum ich ihn vom Seil losgelassen habe? Willst du jetzt warten? Der wird ja auch nicht mehr... Jetzt trinke ich ein... Ja, mein Kapo ist schon alle. Kannst du nochmal durch den langen Raum gehen... In die Küche, so 500 Meter, und dann mir noch einen Kaffee machen. Die Leute warten auch mit uns. Ihr müsst das Gesicht von Mathilde sehen.
Wir gehen weiter. Okay, dann gehen wir mal. Ja, im Dschungel ist dunkel, ne? Ja, ganz schön dunkel. Geradeaus und irgendwie rechts. Hier lang irgendwie. Ich muss jetzt halt einfach häufiger auf die Karte gucken. Gott sei Dank sehe ich deinen Namen, sonst hätte ich dich schon wieder nicht gesehen so. Jetzt kommen die ganzen Kackviecher. Okay, ich glaube, das wird eine kurze Aufnahme. Oh ja. Kleiner Wurm ist wach. Ja, wir dachten eigentlich, dass die tief und fest schläft. Da dachten wir uns, okay, wir nutzen die Gunst der Stunde und machen auch. Ja, die bringen wir nach Hause und du rennst direkt auf den Gorilla zu. Aua! Echt, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe wirklich gar Aua! Nichts. War ich den losgelassen? Ein Kackvogel. Ich sehe, ja. Ich sehe wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber ich sehe nur... Ist das deiner oder meiner? Ich habe dich verloren, glaube ich. Bist du am, ich laufe den Fluss weiter. Ah, hier kommt gerade ein bisschen Sonne rum. Oder Mond oder so. Okay, hier kann ich nicht lange bleiben. Hier muss es ein Gorilla. Ich muss laufen. Und da, weil es so schön ist, noch mehr Gorilla. Ah, da ist auf jeden Fall ein kleiner Weg. Ja, ich glaube, wir haben uns schon auseinander verloren. So. Diese Kackvögel, ja. Du bist, glaube ich, besser als ich. Ich kann auch gerade nur laufen, weil ich was sehe. Ja, ich sehe jetzt auch wieder was. Dann muss ich nur sehen, wie ich weiterkomme hier. Ah, da ist noch einer! Oh Gott! Ah, hier ist so ein anderes komisches Viech. Straße der Sonne, kannte ich noch gar nicht. Das ist natürlich scheiße. Wenn man wohin läuft, wo man noch nie war und dann... Ah, das ist gut. Auf die Kreuzung, oh dann Gott, rechts. Ich mach mir voll den Riesenumweg, ey. Scheiße. Ja, ich glaube ich auch. Ich hoffe, das hält meine Fesseln aus. Oh, Schlange. Muss jetzt rechts. Eins. Sieht gut aus. Spinne? Spinne? Spinne. Ich mach den Mega-Umweg. Ich hab den ab. Ich auch. Ich laufe gerade voll außen rum. Hä? Hier war doch irgendwo. Im Bild war doch eine Kreuzung zu sehen. Ah, du machst ja noch größeren Umweg als ich. Aber ich glaube, wenn ich hier nicht hochkomme. Wir können ja auch nicht klettern, also keine Ahnung. Nee. Oh, zwei Panther, ey, leck mich doch am Arsch. Hm, da ist ein Pantherjunges. Nee, wir haben schon zwei, drei, es reicht hin. Ja, ich weiß. Ich laufe dann hier einmal raus, ich mache auch einen großen Umweg. Ah, oh, und da ist wieder eine Schlange. Also vorausgesetzt, die Fesseln halten, komme ich auf jeden Fall an. Oh, hier führt ein Weg in den Dschungel rein. Ist die Frage, ob der mir hilft. Oh, wir laufen aufeinander zu. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ich wage ja, es ja, aber irgendwann muss es hier rechts nach oben gehen bei mir. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann begegnen wir. Hey, ich sehe dich! Juhu! Ja, dann geht's da wohl nicht hoch. Nee, aber irgendwo muss es doch mal rechts hoch gehen. Hä? Aber wir haben uns wiedergefunden. Oder es ging irgendwo und ich habe es übersehen. Wie sieht's denn hier aus? Hier kommt man doch ein bisschen höher. Aber nur, um dann wieder runterzufallen. Verfickte Scheiße. Wo ist das denn? Muss ich erstmal wieder runter. Weepidu. Oh, bitte, ihr lieben Fesseln, haltet durch. Bei wie viel sind sie denn? Na, schon unter 50%. Ja, weil wir auch hier den kürzesten Weg nehmen. Geradeaus zu irgendwo sollte ein Weg kommen. Vielleicht führt der in die Höhe. Oh, ein Kroko. Hm.
glaube, da ist der Weg hoch. Das müsste der Rundweg sein. Gott sei Dank brauchen wir nicht so viele Sklaven. Oder ja, oder aber nein, aber ja, aber doch. Ja, und dann gleich aber wieder links. Hier sind wir richtig. Den Weg bin ich hier schon ein paar Mal gelaufen. Ja, rechts? Oder? Rechts, genau. Ja. Links. Dann dem Weg folgen. Genau, folge dem Weg. Folge dem gelben Steinweg. Ich glaube, meine Pässeln halten auch durch. Yippie! Das Kind ist wach, aber ruhig. So, puh. Dann würde ich meine erstmal ins Sklavenrad packen, weil meine Fesseln nicht so lange durchhalten wie deine. Ja, leider haben wir das dann nur, dass es ein Rad ist, quasi. Also nur für einen Mitarbeiter, ne? Ja. Hm. Du kannst ja versuchen zu beamen. Ja. Nee, das sieht doch gut aus, sieht das hier, ne? Hm, ich weiß nicht, ob der Begleiter mitkommt. Ich versuch's mal. Wenn nicht, musst du dir gleich mal Jay nehmen und hier irgendwie hinstellen. Hm. Ich bin gespannt. Sind alle da? Der Sklave, Jay. Oder wir stellen hier einfach noch einen Sklavenrad auf. Noch einen zweiten? So, der Sklave scheint wohl in deinem Lager geblieben zu sein. Ich habe nur Jay. Stimmt, liegt hier. Gut, dann bauen wir dann ein zweites einfaches Sklavenrad und zack, fertig. Na, kleine Maus? Ein bisschen Holz brauche ich noch. Kannst du mir eine Truhe? Ja, ich renne dann wieder ins Lager und komme dann gleich wieder zurück. Okidoki. Aber ich kann ja Jay erstmal da lassen und ich bringe einfach mal einen Tänzer mit. Das kannst du auch machen. Ich meine, wir können trotzdem dann auch mal später hinlaufen, wenn wir die beiden Mitarbeiter da eingearbeitet haben. Dann können wir uns da gerne auch nochmal einen Tänzer holen oder so, aber... Weil ich fand das hier oben schon toll, dass wir so 3-4 Tänzer haben. Ja, das ist cool. So, Jay. Danke für deine Mitarbeit. Ja, Kind, wir hören sofort auf. Ja, gleich. Oder einer von uns hört auf. Gibst du uns nur 5 Minuten? Kissentänzerin. Nee, die bleibt hier. Die bleibt auch hier. Safari, komm her. So, folge mir. So, das zweite Rad der Schmerzen ist aufgestellt. So, ab in den Dschungel. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Hör auf hier zu tanzen. Tanz nicht auf dem Teleporter. Das gehört sich nicht. So, beide Rad der Schmerzen sind aktiv. Fantastisch. So. Ich bringe was zum Tanzen.
Soll ich den Tänzer denn hinstellen? Kannst du gerne mitten auf den Vulkan stellen? Nee, auf der Map wird nicht getanzt. Aber das wäre der Tanz auf dem Vulkan. Nein, lustig. Hier, der kann hier vorne tanzen, hier vorne. Gleich zum Reinkommen. So. Hat das Busenwunder? Hat den Bogen, wunderbar. Oh, da freuen sich die beiden. Was steht für das nächste Mal an? Was steht für? Wir wollten ja eigentlich noch tauchen gehen und wir dachten ja eigentlich, dass wir genügend Zeit haben, beides in einer Folge zu. Nee, das Tauchen machen wir dann nächstes Mal. Ja, ja. Wir müssen mir ist auch aufgefallen, dass leider die letzte Aufnahme war leider wieder abgeschnitten. Ich muss das wieder besser kontrollieren. Ja, das war jetzt halt eine kurze Folge. Genau. Kurze Folge aus dem Dschungel. Da. Wir sind schon sehr gespannt auf das Dingsen, auf das Tauchen. Genau. Das wird, denke ich mal, auch vielleicht sogar eine Doppelfolge. War ja ein bisschen größer, das Areal. Naja. Ja, vor allem, wir müssen das genaue Areal noch finden. Genau. Ansonsten, Schlipper Kings warten auch nochmal auf uns. Aber ich glaube, die Punkte, die da... Ich glaube, Ulrich war das, meinte ich. Ich glaube, ich sehe die. Aua. Achso, der schießt. Böse, miese Katze. Hör auf, miese Katze. Böse, böse. Gut, dann verabschieden wir uns erstmal und spielen erstmal im Real Life Eltern weiter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.